Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind auf der Citadel und ich habe eine ganze Menge Zeug zu tun. Ich will ins Purgatory noch und ins Präsidiumsunterhaus, da alles abarbeiten, was ich abzuarbeiten habe. Außerdem will ich noch eine Konsole scannen für einen C-Sicherheitsoffizier, die untersucht den Missbrauch batterianischer Zugangscodes. Und dafür muss Commander Shepard mit seinem Spectre-Super-Schlüssel an gewisse Konsolen gehen und da was untersuchen. Und das machen wir jetzt zuallererst, damit wir es hinter uns haben. Außerdem habe ich das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich eine Konsole benutze, eine weitere freigeschaltet wird und dann ist das gut, wenn wir das so hinter uns gebracht haben. So, da leuchtet sie ganz groß. Lieutenant Commander Ashley Williams, der zweite Spectre der Menschen, hinderte zusammen mit Commander Shepard... Ach richtig, das kennen wir schon. Naja, da waren wir dabei. Knowles, ich habe einen weiteren Punkt gefunden, an dem die batterianischen Codes eingesetzt wurden. Anscheinend haben sie die Notfallanforderungen für Nahrungsmittel im Flüchtlingszentrum manipuliert. Um mehr Lebensmittel für sich selbst zu erhalten? Sieht so aus. Okay. Der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Und schön, dass ich auch laufen darf, während wir das machen. Und der Code ist... im Wartebereich. Okay, dann machen wir das jetzt noch zuerst. Ja, ja, auf in den Wartebereich. Wählen Sie bitte. Einen Moment, bitte. Einen Moment, bitte. Ja, ja. Zurück zum Wartebereich. Oh, kann man direkt mal schauen, ob Ashley noch hier rumläuft. Die Konsole ist bei James. Und James ist jetzt da hinten. Okay. Also der hat seine Position verändert. Ashley ist wohl nicht mehr hier. Aber ihre Schwester steht da noch. Na gut, dann laufen wir. Sprinten kann ich hier auch, aber das macht wohl nicht viel Unterschied. Also kann ich hier nicht sprinten, ne? So, machen wir die Konsole zuerst und danach gucken wir, was James hier tut. James? Ich kann dich hören, aber ich sehe dich nicht. Wahrscheinlich spielt er wieder Poker. Knowles, hier wurde der letzte Zugangscode benutzt. Was ist los, Commander? Ich verliere Ihr Signal. Oh oh. Shepard! Ballack. Sie hätten mich auf dem Asteroiden über Terra Nova töten sollen. Ich hab's versucht. Darauf habe ich gewartet. Alles, was meinem Volk widerfahren ist, war Ihre Schuld. Okay, das ist der Terrorist aus, das ist der Terrorist aus Dingsbums aus. Wie hieß der DLC von Mass Effect 1, den man kostenlos runterladen konnte? Es liegt mir auf der Zunge. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, einen Asteroiden. Also wenn er das ist, der Ballack. Und ich denke, es ist der Ballack, weil ich habe mich über seinen Namen lustig gemacht damals. Hat er einen Asteroiden auf eine Menschenkolonie lenken wollen. Und ich habe das in letzter Zeit oder in letzter Minute verhindert. Er konnte allerdings fliehen. Dadurch, dass er eine Geisel umgebracht hat, glaube ich. Bin mir nicht mehr so komplett sicher. Ich muss ihn auf jeden Fall zum Sprechen bringen, weil sonst bringt er mich um. Ich habe sie nur auf Terra Nova aufgehalten. Ja, und danach hat meine Regierung die Forschungsbemühungen am Leviathan von Dis verstärkt. Haben Sie davon gehört, Commander? Das alte organische Schlachtschiff, das mein Volk vor 20 Jahren auf Yatar geborgen hat? Ein Reaper. Ihr Volk hat eine Reaper-Leiche studiert. Um wieder zur wahren Führungsmacht der Galaxie aufzusteigen. Hunderte unserer besten Wissenschaftler haben daran gearbeitet. Und dann wurden sie indoktriniert. Als die Reaper Kashan erreichten, verrieten sie uns. Sie deaktivierten Verteidigungssysteme und feuerten auf Verbündete. Wir wurden von innen vernichtet. Wegen ihnen. Nein. Das ist nicht komplett wahr. Also eigentlich sogar gar nicht. Ich habe Ihr Volk nicht vernichtet. Das waren die Reaper. Wir waren stolz und schön. Haben Sie gesehen, was die Reaper uns angetan haben? Ich sitze hier fest. Unsere Kriegsschiffe kennen die Position der Reaper nur, weil ich die Funksprüche des Rats angezapft habe. Ich bin jetzt der höchste Offizier der Hegemonie. Ich kann mein Volk nicht retten, aber ich kann Sie vernichten. Warte mal, Bist du der Kerl von dem DLC?
Sie wollten mit dem Asteroiden bei Terra Nova ihren Leuten helfen. Aber was erreichen sie durch meinen Tod? Rache! Das Barak-System! Die wären mit der Ankunft der Reaper sowieso gestorben, das wissen sie. Ich vereine Kroganer und Turianer. Wir sind die letzte Hoffnung der Galaxie, wenn sie ihr Volk lieben. Unsere Schiffe gehören Ihnen. Shepard, alles in Ordnung? Bestens. Es wird mit den Codes keine Probleme mehr geben. Ist das... Soll ich ihn verhaften? Sie sollten ihm eine Kugel in den Kopf jagen. Aber wir bringen heute alle Opfer. Er kann gehen. Spectre-Befehl. Verstanden, Commander. Und danke. So, das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich war gerade im Internet und habe nachgeguckt, woher wir den Balak kennen. Er ist tatsächlich der Kerl aus dem Kollisionskurs DLC. Er wollte einen Asteroiden auf eine bewohnte Menschenwelt mit Millionen von Menschen werfen. Meine Güte. Und er ist am Ende, er ist nicht entkommen, aber da Shepard ihn nicht erschossen hat, sondern dem Allianz-Militär übergeben hat, ist er noch am Leben und ist jetzt der ranghöchste batterianische Offizier. Das ist fürchterlich. Die Batterianer sind wirklich am Ende. Ich habe übrigens ein Problem, James zu finden. Ich kann ihn reden hören. Er ist angeblich bei 4 hier. Aber ich finde ihn nicht. Und deswegen lassen wir das jetzt einfach, ja? Mistkerl, sagt er. So der Sound, als würde er hier Poker spielen, aber er ist nicht hier. Glaube ich. Egal. Ich hatte ja gesagt, ja, da steht er nicht mehr. Da ist er nicht mehr, da saß er nämlich. Okay. Wir haben ja doch noch was zu tun heute. Nach der Verwirrung mit Balak, meine Güte. Da haben wir was zu tun. Und zwar gehen wir zuallererst ins Präsidiumsunterhaus. Ja, Arbeit erst, Vergnügen später. Status erkannt. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Ja, der Aufzug verwirrt mich. Ich finde, die Knöpfe ändern sich nämlich je nachdem, wo man ist. Dann ist der Knopf, wo man ist, nicht da. Ankunft im Präsidiumsunterhaus. Ja, das reicht, um mich zu verwirren. Ich gebe es zu. So, bei der Bank ist ein Wissenschaftler. Da wollen wir uns mal mit dem auseinandersetzen. Wahrscheinlich habe ich was für diesen Wissenschaftler. Wahrscheinlich die Asari-Statue, die ich gefunden habe. Ich glaube, ich weiß, von welchem Projekt Sie sprechen. Und ich habe eine Hesperia-Statue in Bucht D24. Commander Shepard, das ist ja fantastisch. Ich lasse Sie umgehend zum Projekt schicken. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Aber das tue ich doch für 15.000 Credits gerne. Was konnten Sie den Inschriften entnehmen? Wirklich? Ausgezeichnet. Ich wusste, Sie würden etwas finden. Okay, gut. Dein Vertrauen ehrt mich. Was konnten Sie denn okay, Inschriften? Okay, das ist wieder das Gleiche. Wirklich? So, ich soll irgendetwas kaufen für meine Schiffskameraden. Oh, wir könnten uns eine Qualle kaufen. Ich kaufe mir eine Qualle. Ja, ich habe so wenig Sachen gekauft bis jetzt. Für Sicherheit und Seelenfrieden. Da kann ich mir doch wohl meine Qualle kaufen. Das lassen wir erstmal. Ich komme ja wieder. Na, ich kann ja immer später nochmal neue Fische kaufen. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. So, was haben wir hier? Beinschienen für mehr Schilde. Egel-Thermoröhre. Ich denke, das ist das, was ich brauche. Für meine Techniker. Schauen Sie mal wieder vorbei. Das sieht gut aus, oder? Komm, sag mir, dass das richtig war. Wir schauen einfach im Logbuch schnell nach. Wo ist es? Wo ist es da? Thermorohr. Ja, Thermorohr, oder? Das war's doch. Ich gehe mal davon aus, dass ich das eingekauft habe. Dann suchen wir Liara auf. Die hat ja auch gebeten, dass ich sie besuchen komme. Also werden wir das machen. Achso, wo ist Liara? Im Marktplatz. Also da unten steht sie wiederum. Gut, dann komme ich auch noch an den zwei Geschäften vorbei. Vielleicht sehe ich da ja wieder was, was mein Interesse weckt. Kann ja durchaus sein. Meine Interessen haben sich ja geändert und das Geld sitzt ein Ihr bisschen. Name ist Tashia Poray. Oh. Natürlich. P-O-R-A-I. Die war Teil des Nein, Elite-Teams, mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen dürfen, das wo im Adadyakchi-Kloster gestorben ist. Können Sie mir sagen, ob Sie Befehl... Vishra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein.
Ashia. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Das ist aber... das ist auch eine Ironie. Ada Gyakchi kommen ja aus hauptsächlich aus reinblütigen Asari. Oder aus Beziehungen zwischen zwei Asari. Und die Frau des Elite-Teams, die gestorben ist, ist in einer Beziehung mit einer anderen Asari. Also, wären eure Kinder vielleicht in das Kloster gekommen, wo die Frau jetzt gestorben ist? Yep. Willkommen bei Casa Fabrication. Oh, hallo, Carnifex. Alle Produkte sind herabgesetzt. Können wir ja gerne mal probieren, ob die gut ist. So, was haben wir noch? Sturmgewehr, ja. Sturmgewehr. Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen geht an die tapferen Männer und Frauen der Allianz. Präzisionsgewehr braucht man nicht wirklich Reservemunition, weil ich ja das meistens Wenn nur Sie NPCs das Beste wollen, gebe. Kommen Sie zu Kassa. Okay. Kaufen wir auch das Alle Ding. Alle Produkte sind herabgesetzt. Bei uns gibt es Kriegsrabatt. Ja, Kriegsrabatt, wunderbar. Den Durchschlagsmod kaufen wir auch noch. Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen geht an die tapferen Männer und Frauen der Allianz. Und dann gehen wir zum nächsten Shop. Also da gibt's neue Sachen immer wieder. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Gut, vielleicht auch nicht immer wieder, aber Danke, manchmal. Dass Sie bei Nos Astra Sportartikel eingekauft ja, Nos Astra Sportartikel, alles ganz toll. Da unten steht Liara, diesmal habe ich sie gesehen. Willkommen bei Elgor Munition. Ich würde gerne... der sieht goofy aus. Ja, da kann man... Elgor Munition. Unsere Angebote sieht man nicht mal kommen. Ultraleichtmaterialien. Vielleicht Unsere will ich ja noch mal sowas benutzen. Sind stets am Ankauf neuer Technologien interessiert. Ich kaufe das Zeugs mal. Ich fühle, wir haben Geld. Beachten Sie beim Kauf von Schutzausrüstung Denken bitte Sie daran, Geld dass alle Kollegen Gehen wir hier nochmal hin kommen bei Sippeltin-Waffen. Und kaufen uns eine Laufverlängerung. Interessant, dass ich das noch nicht Alle hatte. Alle Produkte von Ciprutin-Waffen haben eine lebenslange Außerdem, Garantie auf Schussleistung. Ja, wir kaufen das ganze Zeug hier. Einzelheiten finden Sie auf unserer Extranet-Seite. Ein Stabilitätsgedöns-Ding kaufen wir auch. Und dann kaufen wir auch einen Hochgeschwindigkeitslauf. Ja, Der Gewinn aus sämtlichen Ich gebe all mein Geld aus. Geld ist dazu da, ausgegeben zu werden. Und wenn es jetzt so irgendwas Tolles gibt im Spectre-Shop, was Neues, dann beiße ich mir halt in den Hintern. Das ist dann halt so. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Oh, ja, Kinder sind süß. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Ach, du bist so ein Nerd. Aber erzähl mir mal von deiner Mutter, die ich umgebracht habe. Yep, nicht der beste Start für eine Beziehung. Das ist ja in meinem Let's Play passiert, bevor wir Liara überhaupt rekrutiert hatten, weil ich zuerst auf Noveria war und Liara, glaube ich, erst als dritte Mission geholt habe. Ich hatte, glaube ich, in Mass Effect 1 die Wahl, drei Sachen zu machen, die Hauptstory vorantreiben und Liaras war die letzte, die ich gemacht habe. Und da hatten wir die Matriarchin Benesia, ihre Mutter, schon lange erschossen. War ein super schwieriger Kampf. Ja, da habe ich damals gedacht, oh mein Gott, wenn das so weitergeht... Da muss ich viel laden. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne Gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Okay, da ist ihre nicht ganz so subtile Anmache. Oder meine Möglichkeit, das eskalieren zu lassen. Aber nein, ich habe nur Augen für die Ashley, ja. Das wäre schön. Und vielleicht werden sie nach dieser Sache ja sesshaft.
Sie können sich ein bürgerliches Leben bei mir nicht vorstellen, oder? Nein, aber deshalb sollten wir unbedingt in Kontakt bleiben. Als Shadow Broker, nein. Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen? Genau das. Oh, das ist schon sehr schön. Das geht einem schon das Herz auf, ja? Hallo, Shepard. Hi, Liara. Das war ein nettes kleines Gespräch. Ich gehe jetzt in die Disco. Bei euch alles klar? Okay. Dann gehen wir weiter. Man muss ja immer mal schauen. Oh, hallo. Das Gelege hat sich stabilisiert? Wirklich? Das sind wunderbare Neuigkeiten, Schwester. Du möchtest den Ersten, der auslüpft, nach unserem Helfer benennen? Das ist eine gute Idee. Okay. Mal sehen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, ob ich irgendeine Quest da jetzt abgestaubt habe. Nachdem all die Waffen-Upgrades vorbei sind. Gute Güte. Vielleicht habe ich ein bisschen viel gekauft, aber hey. Dann kann ich meine Gruppen optimal ausrüsten. Das gefällt mir doch sehr, weil die benutzen ja alle Sturmgewehre und so Zeug. Da ist es doch ganz gut, wenn ich da ein paar Optionen habe. So, da gehen wir jetzt in die Disco. Wie schon gesagt, schauen uns da um, schauen, was Edi mit Joker gerade macht und ob wir ihn vielleicht retten müssen. Sie verstehen mich. Der Kodex der Ahnen enthält die gesammelte Weisheit unseres Volkes. Tief traurig. Er ging verloren, als Dekuna fiel. Und nun fehlt uns die dringend erforderliche Führung. Führung. Überzeugt. Wir brauchen die Weisheit unserer Ahnen in diesen schwierigen Zeiten. Hast du ein Bluetooth-Headset an oder was? Oder redest du mit der Asari da auf der Bank? Werden wir wohl nie herausfinden. Und deine neue schwere Panzerung garantiert deine Sicherheit? Ich habe Berichte über einige der Dinger gesehen, die du bekämpfst. Naja, ein Reaper hält sie natürlich nicht auf. Aber nur eine Sekunde länger Schutz kann über Leben und Tod entscheiden. Vortex stellt also gute Schildkondensatoren her? Die besten. Und bei den Platten wird auch nicht gespart. Ich liebe sie. Das klingt, als wolltest du bald wieder raus, um sie auszuprobieren. Ach naja, ein bisschen schon. Ich will sie unbedingt dem Team zeigen. Vielleicht darf ich jetzt öfter vorausgehen. Du bist echt motiviert. Du bist top motiviert. Komm mit in mein Schiff. Das ist ja der Hammer. Vielleicht darf ich dann irgendwann mal... Vielleicht darf ich öfter vorgehen. Das hat aber auch noch nie ein Soldat jemals überhaupt gesagt, oder? Wer will denn vorgehen? Commander Shepard ist ein Superheld, der will nicht vorgehen. Ja? Das ist... Ach du meine Güte. Okay. Ich habe einige Texte aus einer Bibliothek im von Reapern kontrollierten Raum mitgebracht. Ich lasse sie in Bucht D24 für Sie bereitstellen. Vielleicht hilft das ja weiter. Wirklich? Nun, verdammt. Schaden kann's nicht. Danke. Vielleicht fällt den Asari dann wieder ein, wie man kämpft. Man kann hoffen. Ja, machen Sie es zur Pflichtlektüre. Licht aus dem Schatten. Der Weg der Justikaren. Einfach alles. Ich habe in dieser Sache die Unterstützung von Matriarchin Aethita. Jede Asari-Jungfrau soll denken wie eine Jägerin. Oh ja, Asari-Jungfrauen. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja, machen Sie es zur Pflichtlektüre. Schauen wir nach den beiden Turteltäubchen. Ah, private Tanzvorstellung hier, ne? Na gut. Oh. Du bist auch hier. Ne, du bist ein Officer. Sorry, ich denke immer, jeder in der blauen Rüstung ist Garrus. Das ist traurig. So, sieht aber nicht besonders kuschelig aus hier. Hey, Commander. Ich wollte gerade noch eine Runde holen. Bin gleich zurück. Eine Runde. Sie beide scheinen Spaß zu haben. Ja, seit Joker und ich uns auf eine Beziehung geeinigt haben, lächelt und lacht er deutlich häufiger. Ich glaube, dass er glücklicher ist. Das freut mich. Sie beide scheinen ein gutes Paar abzugeben. Ich weiß nicht. Als sich Jeff zum ersten Mal diesen Körper zeigte, hielt er Abstand. Wirklich? Was hat er gesagt? Dass ich keinem weiblichen Ideal entsprechen müsse, um ihn zu beeindrucken. Ich habe gesagt, das sei dummes Zeug. Und wir haben ganz normal weitergeredet. Nach ihrer Ermutigung veränderte sich seine Einstellung. Er sagte, er habe gezögert, aber sie hätten ihn überzeugt, ranzugehen.
Ich kann nicht. Ich kann einfach nichts. Verzeiht mir. Ich habe nur nachgeholfen. Verstehe. Danke für Ihre Unterstützung. Das alles ist eine überaus erhellende Erfahrung. Ja, Shepard, jetzt ist der Moment gekommen, abzuhauen. Fragen wir nochmal nach. Sie haben mich als Ihren persönlichen Hilfsmack vorgestellt. Seien Sie nicht so, Edie. Ich weiß, was Sie fühlen, aber... Aber Sie wissen, dass das nicht stimmt. Warum belügen Sie andere? Sie wollen sich nicht als KI mit Reaper-Code vorstellen. Man würde sie lynchen. Das wäre keine effektive Methode, um meine Funktionstüchtigkeit zu unterbinden. Oh Gott. Aber die haben eine Beziehung. Ja, sie nörgelt schon an ihm rum, dass er lügt. Ihr habt eine Beziehung, es ist amtlich. Sie sind dran. Ratsherrin Tebos. Heiß. Aber Punkteabzug wegen der Einstellung. Shaira, die Konsortin. Oh ja. Heiß, würde ich sagen. Können wir damit aufhören? Sie machen mich nervös. Dalatras Linron. Wie geht's? Ich dachte, das wird dieses Spiel, wo sie drei Namen nennt und er muss eine heiraten. Warte mal, jetzt muss ich rausfinden, wie das geht. Eine heiraten, eine umbringen und eine daten oder so. Na, ich glaube, so ein Spiel gibt's auf jeden Fall. Sie sind dran. Okay. Nein, nochmal brauchen wir das nicht. So, wer ist denn noch hier? Niemand, richtig. Niemand ist noch hier. Ich kann mir vielleicht noch... Nee, ich hole mir nichts zu trinken. Shepard ist heute mal stark. Ja. Es kommt auch mal vor. Ja. Tut nicht so überrascht. Ich bin zu faul, die Treppe hochzugehen. Ja. Wirklich, wirklich. Das waren noch die gute alte Zeiten, als wir auf der Normandy eine Bar hatten. Ach, werde ich nie vergessen. Werde ich wirklich nie vergessen. So, dann widmen wir uns jetzt ganz Miranda. Oh ja, darauf warte ich eigentlich schon, seitdem wir auf der Zitadelle sind, dass Miranda Spectre-Status erkannt. Wählen Sie mir eine Mission gibt. Oder mich ihrer Schwester vorstellt. Oder irgendwie sowas. Moment, ja, man kann ja nochmal träumen. Ach so, ihrer Schwester. Die habe ich ja schon getroffen, aber... Es gibt ja Vorstellen und Vorstellen. Ich habe ausgezeichnete Ja. Redet ihr nur. Das ist Bailey, das bin ich. Und ich denke, da drin hat sich Liara irgendwie reingeschmuggelt. Das scheint ja jeder hinzukriegen. Mensch, Spectre-Status erkannt. Du bist hier, oder? Oder habe ich das nur geträumt? Drei, ja, du solltest hier sein. Oh, ach, du bist nur so auf dem Terminal, okay. Da komme ich auch mit klar. Gut, dann schauen wir uns mal an, was ich alles verpasst habe. Ein Turianer-Toxin. Ein turianischer General wurde verletzt, als er Zivilisten bei dem Cerberus-Angriff auf die Zitadelle verteidigte. Er liegt jetzt zum Hertha-Krankenhaus, aber seine Verletzung wurde durch ein Toxin verkompliziert, das speziell auf die turianische Physiologie wirkt. Ein früherer Allianzforscher ist bereit, Daten über ein ähnliches Toxin zu verkaufen, das für den Fall eines Krieges mit Pelevan entwickelt wurde. Um diplomatische Peinlichkeiten zu vermeiden, sollten alle auf diesem Weg beschafften Informationen behandelt werden, als wären sie in einer Cerberus-Anlage gefunden worden. Ich kann Leben retten für 1000 Goldmünzen. Mach ich. Das sind dann wohl die Upgrades, die ich alle nicht mitbekommen habe, weil unaufmerksam und so. Und davon hätte ich gerne... die finden wir vielleicht nochmal. Nee, kaufen wir. Das Menü ist immer noch unangenehm zu bedienen vom PC her. Ja, das kaufen wir auch. Oh yeah. Und dann soll es das hier mal gewesen sein. Schauen wir uns das Terminal an. Der Aufenthaltsort von Din Korlak. Wer ist Din Korlak? Der aktuell... Es muss der Volus-Verräter sein, den wir verdächtigen. Die biometrische Analyse ortet ihn im Moment an keinem öffentlichen Ort. Seine letzte bekannte Position war sein Büro in dem Bereich in der Nähe der Menschenbotschaft. Oh. Was sagt denn mein Logbuch dazu? Das habe ich noch nicht gemacht. Ach du meine Güte, was habe ich viele Missionen.
Die habe ich auch noch nicht gefunden, glaube ich. Naja. Okay, der Volus-Botschafter. Den Korlak als möglichen Cerberus-Informanten. In den Präsidiumsbotschaften kann ich gegen den ermitteln. Müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Aber zuerst rufen wir Miranda an. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht. Aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Okay, okay. Hallo, was habe ich euch vermisst? Euch zwei Backen? Ja. Aber wir fragen mal so nach, als hätten wir nichts bemerkt. Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt? Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Verzweifelt genug sollte der Mann dadurch sein, ja? Wenn er so ein mächtiger Kerl ist und er sieht jetzt alle seine Fälle davonschwimmen, weil die Zivilisation droht aufzuhören zu existieren, macht das Sinn so? Auf jeden Fall geht bald die Welt unter. Und dann macht das durchaus Sinn, weil Cerberus ist wirklich eine Macht in der Galaxie im Moment. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, von meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Ich habe ein Schiff und eine Armee, also ein Dreierteam, ja? Ich könnte helfen, ich will's ja nur sagen. Ich könnte helfen. Ich will helfen. Meine Güte, ich will eine Mission machen. Und zwar eine mit Miranda. Lass mich ran da. Meine Güte. Das hat aber kein Update hier gegeben, richtig? Sieht nicht so aus. Das ist extrem schade. Das habe ich doch schon gemacht. Ich habe mit Taktus doch gehandelt. Vielleicht muss ich da zurück zur Chakwas gehen. Gehen wir erstmal hier rein. Ich kann ja drinnen meine Waffen ändern, oder? Ja, da ist so ein Waffentisch. Okay, vergleichen wir die Paladin mit der Carnifex. Okay, wesentlich weniger Schaden, gleiche Präzision, bisschen schwerer, alles gleich, außer der Schaden, ne? Was habe ich denn hier eingebaut? Kraftschaden und den Großkaliberlauf. Okay, da wollen wir doch mal schauen. Ja, aber so weit komme ich damit nicht, ne? Also die Carnifex ist nicht so gut wie die andere. Ich würde natürlich auch gerne zwei Pistolen mitnehmen. Das fände ich schon durchaus cool. Aber sowas ist ja, glaube ich, nicht vorgesehen, dass man zwei verschiedene Pistolen dabei hat. Dann könnte ich eine quasi zu so einer Art Sniper aufrüsten, indem ich hier halt ein Zielfernrohr drauf knalle. Und die andere dann halt zu so einer Art Nahkampfpistole mit maximalem Schaden oder so. Oder halt eine fürs Zaubern praktisch und eine für den, also eine für Kraftschaden und eine für den Nahkampf. Ich meine, das könnte ich auch mit einer Maschinenpistole machen. Okay.
Ihr habt doppelt so viele Schuss im Lauf. Und ich kann sie natürlich auch noch upgraden. Ja? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich das nicht noch machen könnte. Ich habe jetzt genau die gleichen Dinger drin. Müssen wir halt mal schauen, wie eine Carnifex 5 aussieht. Also sobald ich auf der Normandy bin. Weil hier kann ich das, glaube ich, nicht. Ja, ich lasse die Carnifex erstmal ausgerüstet. Dann vergesse ich es nicht. Ja, hoffe ich zumindest. Es kann natürlich immer noch sein, dass ich es vergesse. Aber so besteht die Chance, dass ich es nicht vergesse. Ja, ja, die Vertraulichkeit von Daten. Darauf achte ich doch immer ganz besonders. So, hast du was Neues? Ich weiß nicht. Such mal doch nochmal hier hinten. Ich bin ein bisschen... Oh, eine Botschaftswache. Ah ja, die haben ja gesagt, bei der da hinten. Okay. Gucken wir mal und untersuchen jetzt das mit dem Volus. Das wird ja wahrscheinlich die Quest sein. Vielleicht weiß die Botschaftswache ja, wo der Kerl sich rumtreibt. Vielleicht hat er sich ja verdächtig verhalten, bevor er verschwunden ist. Alles so Sachen, die man rausfinden kann. Keine Ansagen hier. Ich bin milde gesagt überrascht. Positiv überrascht. Extrem positiv überrascht. Jetzt sind die Ansagen zurück. War der Volus-Botschafter vorhin hier? Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Ich bin bereit. Hoffentlich habe ich meine Waffe dabei. Andererseits habe ich Biotik, also sollte ich mich da gar nicht so ins Hemd machen. Oh, na, durchsuchen wir seinen Computer, klar. Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viele. Aber der Kampf gegen die Allianz... muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Ach du meine Güte. Da renne ich ja offene Türen ein hier. Das ist wirklich ganz offensichtlich hier. Sie sind alle Monster. Botschafter, bitte. Hunderte von Toten. Odinas Treuebruch am Rad. Ich hätte längst mit ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Oh ja. Ja, jetzt haben sie dich bei den Eiern. Nachdem du es das erste Mal gemacht hast, hatten sie dich an den Eiern, ja? Anders kann man das nicht sagen. Am Anfang mag das noch schön gewesen sein, aber jetzt können sie dich halt erpressen damit. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Interessant. Was machen Sie? Oh, okay. Verdammt, Cerberus ist heute wirklich überall. Geht das jetzt etwa die ganze Nacht so weiter? Bringen Sie den Wagen her. Schnell, der Mistkerl ist schwerer, als er aussieht. Said? Hat er den Botschafter entführt? Wenn ja, für wen? Oh mein Gott, Said. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich laufe in die Richtung. Ihr könnt mich nicht aufhalten.
Niemand kann mich aufhalten. Lass mich rein. Komischer Gang, oder? Ja, völlig, überhaupt nicht verziert, gar nichts dran. Wie komme ich hier raus? Ah, ein Käfer. Ach so, das wird dann wohl der Peilsender sein. Der Bug oder die Bug oder das Bug. The Bug. Ein Käfer. Scheiße. Ein Käfer. Sieht aus wie ein Bluetooth-Headset. Wann sollen wir Korlak töten? Sobald die Credits da sind. Ich dachte schon, sie wären an dem Geld nicht interessiert. So ist es. Weil Korlak für Cerberus gearbeitet hat? Was geht sie das an? Das geht sie gar nichts an. Wacht er auf? Hier spricht Commander Shepard. Hören Sie mich? Ja. Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch im Präsidium. C-Sicherheit wird Selkish-Waffen überprüfen, wenn Sie merken, dass ich weg bin. Sie sind ihnen egal, wenn rauskommt, dass sie an Cerberus verkauft haben. Moment. Cerberus will eine Kolonie angreifen, die... Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Nee, wir müssen das wissen, welche Kolonie. Das ist wichtiger als der Botschafter. Ankunft im Präsidium und... Said hat für Cerberus gearbeitet. Fragen Sie ihn, warum er hier ist. Warum haben Sie es auf Ihren früheren Arbeitgeber abgesehen, Said? Woher kennen Sie plötzlich meinen Namen? Gute Frage. Oh. Das hat er nicht gut gemacht. Nein. Okay, dann wissen wir auch, wofür die Gänge da oben da sind. Ja, machen wir das jetzt, klar. Said sehen wir wieder. Oh mein Gott, ich hoffe, bei dem habe ich nicht wirklich was gut, nein. Er war zwar loyal am Ende mir gegenüber, aber das war eher trotz. Also trotz meiner Aktion, nicht wegen meiner Aktion. Ja. Ich hatte damit gerechnet, dass er sterben muss. Ich hoffe, das ist es jetzt auch hier hinten, weil wenn nicht, dann bin ich wütend. Verdammt, falsche Tür. Ach, er braucht sie lebend, um Cerberus aufzuhalten. Cerberus hat es auf eine turianische Kolonie abgesehen. Wenn ich sterbe, kriegen sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe ihn erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Nein, die ziemlich. Scheiße. Also gut, ich höre zu. Also im Idealfall so etwas wie ein... Was? Sie sind trittfest im Gebirge, immun gegen Toxine und ihre Traktoren gegen... Komm, das ist die richtige Tür, oder? Ja. Lange her, Said. Shepard. Zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander. Ich... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Das ist auch ein ziemlich guter Grund, ja? Dass du bei Cerberus warst. Ich werde nicht fragen, ob er verletzt ist. Was interessiert mich das? Wenn das Leben in Gefahr ist, geht man zu C-Sicherheit. Um ins Gefängnis zu kommen? Nein. Nicht nach dem Schaden, den ich angerichtet habe. Was haben Sie Cerberus über die Kolonie gesagt? Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich ihn den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst ihr eigenes Volk verraten. Wir haben ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Die Volos Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder Sie geben uns beides. Sie können die Turianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Geil. Ja, schlagen Sie ihn, Said. Schlagen Sie ihn.
Okay. Also die Sicherheit der Kolonie, ich meine, die Turianer sind meine Verbündeten. Das muss ich auf jeden Fall bekommen. Und wenn du meine Hilfe willst, dann wirst du mir auch, Also wenn ich dich schützen soll, dann wirst du mir auch beides geben. Sie wollten schon mal das Richtige tun, haben dabei aber den falschen Leuten vertraut. Das ist ihre Chance zur Wiedergutmachung. Sie geben uns die Unterstützung der Volus und helfen uns, Cerberus zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann nicht. Oh doch. Es ist Zeitverschwendung, an das Gute in einem Volus zu appellieren, Shepard. Elfus. Die Kolonie heißt Elfus. Cerberus will ihre Werften. Und die Bomberflotte? Sie gehört Ihnen, Commander. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Wow. Ich danke Ihnen sehr. Ich hätte dich auch irgendwie vom Planeten geschafft. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Tja. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Spectre-Status hat schon seine Vorteile. Ich kann einfach hier bleiben. Oder ich könnte einfach da bleiben. Okay. Ein fossiler Kaki irgendwas Saurus. Okay, wir kriegen immer mehr Zeug. Wir kriegen immer mehr Sachen mit. Aber das ist ein guter Moment, um mal wieder eine Pause einzulegen. Bis zum nächsten Mal.